Hassalphabet. D wie Deutsche Bahn. D wie Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, ist doch klar. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Ja, ja, die Deutsche Bahn. Wie schön, dass es ein Unternehmen gibt, das wir gemeinsam mit aller Liebe hassen können. Intro. Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge vom Hassalphabet im neuen Studio. Warum habe ich jetzt den Buchstaben D, die Deutsche Bahn, genommen? Eigentlich habe ich dieses Thema ja schon vollkommen ausgelutscht, da ich darüber schon 3 Videos gemacht habe. Und naja, zugegeben, neue Geschichten sind seitdem nicht hinzugekommen, da ich die Deutsche Bahn weitestgehend meide. Als andere Ideen zu diesen Buchstaben hatte ich noch DSDS und das Dschungelcamp, aber über DSDS hat Aybladi ja bereits vor einiger Zeit ein sehr aufschlussreiches Video gemacht und das Dschungelcamp ist mir einfach zu doof. Ich selbst habe keine eigenen Geschichten mehr von der Deutschen Bahn, aber ihr habt mir in die Kommentare reichlich eure Geschichten erzählt. Aber vorher, wieso hassen wir eigentlich alle die Deutsche Bahn? Nun, laut einer Umfrage aus dem Jahr 2011 ist jeder dritte Fahrgast mit der Bahn unzufrieden. 38% waren mit der Bahn zufrieden, 33% waren unzufrieden und 28% wollten nicht auf die Fragen antworten. Es gab auch eine sogenannte Schulnotenvergebung und diese wurde dem Bahnchef sogar vorgelegt und die Antwort von ihnen war einzigartig. Ja, schönen guten Tag. Bei einer Schulnotenbefragung über die Zufriedenheit ihrer Kunden kam gerade mal ein Ergebnis von 3,2 heraus und über 25% ihrer Kunden bewerteten sie mit ausreichend, mangelhaft oder ungenügend. Was sagen Sie dazu? Das ist eine Momentaufnahme, die nicht die Realität widerspiegelt. What? Okay, ich weiß nicht, von wem diese Antwort kam, aber sie kam. Ja, also nicht mit Kritik umgehen können ist eine Sache, aber Zahlen und Fakten zu unterschlagen, hätte das Gespräch auch genauso gut so aussehen können. Ja, schönen guten Tag. Über 33% der Menschen sind mit ihrem Unternehmen nicht zufrieden. Das stimmt ja gar nicht! Okay, gut. Dass überdurchschnittlich viele Menschen mit diesem Unternehmen unzufrieden sind, wissen wir nun. Aber woran liegt das eigentlich? Etwa an den überaus unfreundlichen Mitarbeitern? Nein, denn diese gibt es beispielsweise auch in einer Vielzahl bei McDonald's und da gehen wir trotzdem hin. Der Grund ist, und das habe ich schon mal gesagt, du gibst Geld aus und bekommst nicht die Leistungen, die du bezahlt hast. Ich habe leider noch keine Zahlen von 2014 gefunden, sondern nur die von 2013, aber das ist ja auch noch nicht so lange her. Im Jahr 2013 kamen Züge im Fernverkehr insgesamt 3,78 Millionen Minuten zu spät und es wurde erst mitgezählt ab einer Verspätung von 6 Minuten. Erstmal finde ich diesen Punkt schon heftig, weil in einem anderen Land 6 Minuten schon teilweise ein Skandal ist und das andere, 3,78 Millionen Minuten. Das sind über 7 Jahre. Im Jahr. Also zusammengefasst, unfreundliche Mitarbeiter, utopische Preise und Unzuverlässigkeit. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt noch eine Sache, nämlich eure Geschichten. Als ich in den vergangenen Herbstferien meine zwei besten Freunde besuchen wollte, machte ich mit der Bahn aus meiner Stadt in Mitte Hessen auf in Richtung Bremen. Da ich aber in Dortmund für meinen Umstieg nur 4 Minuten Zeit hatte und am selben Tag ein Fußballspiel in Dortmund stattfand, kam der Zug leider mit 6 Minuten Verspätung an, weswegen ich den Anschlusszug natürlich verpasste. Alles kein Problem. Auf zu einem DB-Schalter und nach dem nächsten Zug gefragt. Da wurde mir mitgeteilt, dass der nächste Zug erst in einer Stunde kommt und dass ich, wenn ich mit mehr als einer Stunde Verspätung in Bremen ankomme, dort 25% meines Fahrpreises erstatten kann, was ja an sich ziemlich geil ist. Nun ja, der Folgezug kam aus technischen Gründen nochmal 50 Minuten zu spät, was meine Laune an dem Tag nicht besserte. Als ich dann endlich fast 2 Stunden nach der vorhergesehenen Ankunftszeit ankam und am DB-Schalter nach eben diesen 25%igen Fahrpreiserstattung fragte, was immerhin 15 Euro waren, wurde mir relativ unfreundlich mitgeteilt, dass sie in ihrem System keine Verspätungen vorliegen haben und dass ich das Ganze einschicken müsste. Aber was das Ganze noch besser macht, 4 Tage später auf der Rückfahrt ist mir fast exakt dasselbe passiert und da ich nun 2 Zettel zu einschicken habe, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich irgendwas wiederbekomme. Ja, ist auch eine gute Möglichkeit, die Leute zu verarschen. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Wie bereits am Anfang gesagt, ich vermeide ja die Deutsche Bahn so gut es geht und glaub mir, ich stehe lieber jeden Tag auf der Leverkusener Brücke im Stau, anstatt auf die Kackbahn angewiesen zu sein. Auch bei längeren Strecken, bei denen ich keinen Bock habe, Auto zu fahren, nehme ich lieber einen Fernbus, anstatt die Bahn zu nehmen. Im Schnitt sind die Preise von Fernbussen gerade mal ein Achtel von den Preisen der Deutschen Bahn. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Bahn braucht genauso lange wie die Fernbusse, wenn nicht länger. Was ist eure Meinung zu dem eben Gesagten und habt ihr noch eine Geschichte, die ihr unbedingt loswerden wollt? Und was gibt es noch mit dem Buchstaben D, was ihr total ätzend findet? Daumen hoch, wenn es gefallen hat und eure Kommentare wie immer in der Endcard. Haut raus! Und ihr deutschen Bahnfritzen, es heißt We Arrive in Düsseldorf, nicht We Arrive Düsseldorf. Ist das denn so schwer? Mir kreuzen sich jedes Mal die Zähne hoch. We Arrive in Düsseldorf. Hey, über 33% ihrer Kunden sind nicht mit ihrem Unternehmen zufrieden. Das stimmt nicht, sie sind gefeuert.
Ja, sogar in dieser Welt bin ich dein Chef.